fahren. Servus, Bernanda. Servus. 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 Haben wir einen Termin im Landrat angehabt? Ja, du wisst schon wegen was. Ja, und? Wo ist er? Wer? Ja, der Zugroßte. Der Schwarze. Bringt. Komm raus. Wohin? Endstation. Raus. Ja, was ist jetzt? Komm. Was ist denn mit dem Nachschub? Ich brauche Material. Aber nicht wieder ein Reh und einen Hirschen. Jetzt komm. Jetzt geh weiter. Voll Depp. Ich bin dienstlich vor. Schon recht, Herr Bürgermeister. Also, Herr Hochwürden, Anton, unsere Gemeinde muss auch einen Asylanten aufnehmen. Gehirs. Unser Herrgott kennt keine Asylanten. In seiner großen Menschenherde sind wir nur kleine Schafe. So ist es richtig. Ich habe nie an deiner nächsten Liebe gezweifelt. Es ist auch bloß so lang, bis er wieder heim muss, kann, darf. Was? Was machst du? Das sind doch keine Christen. Nein, nein. Alles kannst du von mir verlangen. Aber ein Christ müsste da schon sein. Ja, ich kann da auch nichts machen. Ich hab keinen Platz. Wir müssen halt einen Pfadfinder eine Zeit in deinem Garten aufbauen. Und was ist mit den Containern? Tun doch da rein. Da gibt's keinen Strom. Und außerdem hat der Drachenverein sein Klump drin. Also, servus. Da darf er wieder herhalten. Du hast ja nie ein Geld. Kriegst für den Asylanten 25 Mark am Tag. Vom Staat. Deine Tochter wird auch noch heiraten wollen. Servus, für dich. So, was ist jetzt? Was ist mit. Ah, Wahnsinn. Eins, zwei, drei. Ja, jeder Fünfte. Ach was. Ja, jeder 50. Ein Händel. Da waren wir saniert. Auf ewig saniert. Grüß dich, Jess. Servus, Franz. Grüß dich. Hast du was machen können für uns? Hast du was erreicht? Alles verprüft und entschieden. Einen kleinen Kindergarten, ein Anbau fürs Altenheim. Und plötzlich sind's alle für eine Autobahnausfahrt Dachsenrum. Sogar die Grüne. Das ist ja großartig. Mensch, danke. Du bist der Hund. Alles geht. Alles. Man muss nur ein bisschen anschieben. Und du denkst an den Baugrund für meine Tochter, gell? Kleine Parteispende. Aber mit einer schönen Aussicht. Komm jetzt raus damit, was ist los? Dachsenbrunn ist pleite. Ja und? Was ist es bei uns anders? Die ganze Stadt funktioniert doch bloß ein Aufpump. Kanalisation, Mehrzweckhalle, Vereinsheim, jeder Bauernhof seine eigene Teerstraße, Schulhaus. Und zu guter Letzt jetzt auch noch ein Schierstand. Olympiareif und nichts bezahlt. Und jetzt? Was soll denn eine Autobahnausfahrt? Ich sag nur eins.
Händel. Mehr da sag ich nicht. Händel. Nehme Herrschaftszeiten, die soll doch endlich sterben und keinen Ärger aufnehmen. So, und jetzt ist er Ruhe. Michi, jetzt geh doch endlich einmal zu einem Homöopathen. Ein Bauer mit einer Haiallergie, das darf doch gar nicht wahr sein. Was ist denn jetzt? Wann kriegen wir unser Geld zurück, Herr Bürgermeister? Was soll denn das, hä? Das weißt du ganz genau. Zuerst brauchen wir den Grund von der Trennerin. Ja, aber die gibt ja nichts her. Wenn unser Herr Pfarrer, die Asylanten, zu der Trainerin gibt, bringen wir sie ja nie mehr raus. Ja, Herrschaft. Hättest du halt da hin, wo er hingehört? In die Container. Also, von dir hätte ich schon ein bisschen mehr Verstand erwartet. Du aus. Grüß euch. Grüß euch. Ja, wie schaust denn du aus? Haben sie euch gar nicht aufgestrichen, hä? Drei Mausi, die Blut. Die sollen hin, wo sie hergekommen haben. Und Trainerin? Steckt mir geschlossen. So, sind wir jetzt alle beieinander, ja? Also, das mit der Autobahnzufahrt ist geregelt. Jetzt brauchen wir halt einen Baugrund. Für den Landtagsabgeordneten seiner fetten Tochter. So, sie wissen, wenn wir schon irgendwo finden. Ne? Und morgen machen wir das ganz diplomatisch. Herr Hochwirt und ich, wir reden noch mal mit der Trainerin. Wir erwachsen. Der Jan und der Mich gehen mit, falls es Ärger gibt mit dem Haderl. Der Benni und der Django bewachen die Neger. Wenn es mit der Diplomatie nicht klappt, dann brauchen wir einen Grund zum Abschauen. Und? Geht's dann los? Hä? Genau. Dann geht Dachsenbrunn als Händelmetropole ins neue Jahrtausend ein. Und die ganze Münchner Ökoschickeria frisst bei uns ihren Händel. 12.000 Stück am Tag. Genau. Und fertig ist der Wolperdinger. Grüß dich. Grüß die Trainerin. Da ist wieder die Brot. Brauchen die eigentlich mehr Bixen? Grüß die Lene. Dürfen wir uns einen Moment hersitzen? Ja, Trainerin. Schön hast du es da. Schön warm. Mei, schön wird's die Figur. Wer der für einen Pfarrer? Muss ja was Besonderes werden. So? Da weiß ich gar nichts davon. Ist nur ein kleiner Auftrag. Ah. Was sagen Sie? Ich hör's nicht, halt's mei. Trainerin, Leni, wir hätten zum Reden mit dir. Dann red. Alleine. Sag, was du willst, und dann schweigst du wieder. Also, jetzt geht. Wir sind doch alles erwachsene Menschen. Schau, du bist doch auch nicht mehr die Jüngste, oder? Und? Wir hätten da ein wunderbares Platzerl für dich gefunden. Ich schleich's euch jetzt wieder. Hey, Trainerin! Raus jetzt! Gut, wenn du nicht anders haben willst, dann wirst du einfach abgeholt. Dann ist ja Ruhe. Lieber Herr Bürgermeister, bitte. Trainerin, wir hätten da ein wunderbares Platzl. Musst du das nicht noch mal überlegen? Mein Platz ist da. Und wenn es euch nicht schleicht, dann zeige ich euch an wegen Hausfriedensbruch. Die Trainerin, ich muss dich schon recht bitten. So, ihr habt gehört, was Trainerin gesagt hat.
Also, gehen wir. Du Rodalum, du hörst denn von mir. Herrschaft, so eine bockige Alte. Was machen wir denn jetzt? Kind, wir packen's. Treiben da auch mal wieder nicht. Das glaub ich auch. Also dort, wo die Zelte stehen, kommt ein Riesenparkplatz hier. Alles geteert. Und daneben gleich die Grillstation und eine Festhalle mit 3.500 Sitzplätzen. Schleichzeug! Da, wo die Spinner ihre Fahnenstange haben, da kommen die Container her. Für die Händler noch. Tiermehl. Kommt gleich nach Belgien. Da drin ist es eh schon wurscht. Jetzt alles schon früher haben können. Aber das ist genau dein Problem. Du zahlst zu lang. Du darfst keine Skrupel haben. So schaffst du den Sprung in den Landtag nie. Ja, aber das war immer schon so. Du warst der Tafelputzer und ich der Klassensprecher. Tja, so da braucht man keine Papiere, keinen Beschluss. Jetzt waren sie enteignen und die kannst du über Jahre hinziehen. Da halt mal einen Bulldog, macht ein bisschen eine Show. Und schon springen aus die linken Hosenschasse. Schaftseiten, die Brüte geht mir gerade an. Guten Morgen, die Herrschaften. Guten Morgen. Wären Sie nicht so freundlich. Sagen Sie, was Sie wollen, und dann schauen Sie, dass Sie weiterkommen. Die schießen. Alle, die schießen. Ich habe Papiere dabei. Ein Beschluss. Eine Verfügung. Irgendein Dokument. Also, wir sind uns einig. Und du denkst an die Parteispende, gell? Aber, Franz! Termine hier ist Termine. Du weißt ja, wer es ist. Ach, der Herr Hochwürden. Sie dürfen Sie aber mit einem christlichen Auftrag nichts zu Schulden kommen lassen. Ich meine, wenn da irgendjemand von irgendwas erfährt, von irgendwas. Ja, nein, sicher. Also Papiere oder ein Dokument müssten ja schon da sein. Muss ja alles rechtens sein. Sag mal, hast du was mit denen? Ich? Ja. Ist ja nur wegen der Papiere. Mit wem telefonierst du da? Hm? Mit deiner Frau. Was möchtest du von meiner Frau? Na, was von deiner Freundin erzählen? Bloß nicht früher. Wir sehen uns noch. Hemd's! Wieso hast du das gewusst? Nein, so geht's nicht. Was soll ich denn machen? Das ist mir wurscht. Jetzt lass dir was einfallen. Wie stehe ich denn jetzt da? Die ganze Partei lacht schon über mich. Eine Autobahnzufahrt im Landtag durchboxen und dann nicht einmal einen Baugrund dafür haben. Ja, das. Mann! Hermannsdorfer, doch nicht jetzt! Sie singen doch! Ja, die hohen Herren. 10 ist Unterricht. Und dann sauber soll es schon sein. Die machen ja nicht mehr Arbeit. Wer soll es denn sonst machen? Es ist ja immer dasselbe. Hinterher weiß man es dann nicht mehr, wie es war. Raus jetzt! Und dann habt ihr wieder. Dann kommt es wieder nach mir. Weil hinterher weiß es ja keiner mehr. Raus jetzt! Ich
Mit mir nicht. Da müssen halt die Herren selber putzen. So. Und jetzt machen wir es auf meine Weise. Die Trainerin ist doch eh schon mehr tot als lebendig. Naja, ein bisschen Anschirm halt. Wir können doch nicht eine alte Frau in meiner Gemeinde umbringen. Umbringen? Wir reden von Umbringen. Den natürlichen Lauf einfach ein bisschen beschleunigen. Nein, nein. Das ist Unrecht. Das können wir nicht machen. Wir? Wir machen doch nichts. Dafür habe ich doch meine Leibwächter. Sie ist ja doch schon ein bisschen alt, gell? Sag ich doch. Trainerin! Komm raus! Rennen! Was ist denn? Trainerin ist tot. Na, also geht doch. Aber sie hat ein Testament hinterlassen. Was? Lies vor. Daxenbrunn, den 1. April 2000. Ich, Magdalena Trenner, erkläre hiermit im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte meinen letzten Willen. Besitz und Werke sollen wie im Folgenden aufgeteilt werden. Unser Bürgermeister, der Matthias, soll ein Fischmehl händeln und einen Tritt in den Arsch kriegen, damit er wieder weiß, wo wir daheim sind. Sei Schulspäze, der Seig ist, darfst du eine Schaufel vom Mist mitnehmen und den Landtag auf den Tisch schmeißen. Die Polizisten Django und Bini kriegen meine Gewehr samt Munition, damit sie weiterhin vom Bürgermeister wildern können. Dem gescherten Pfarrer seine 3 Kegel kriegen eine Schulausbildung bis zum 20. Lebensjahr. Meinen gesamten Grundbesitz vermache ich den hier ansässigen Pfadfinderstamm St. Magdalena, damit sie unabhängig von Staat und Kirche Jugendarbeit leisten können. Ein Trick. Her mit dem Schreib. Nein, nein. Muss schon alles rechtens sein. Gut. Ihr wollt es nicht anders. Ja, Herrgott Sachsen, wo sind wir denn? Was? Anton, sei gescheit, jetzt wird aufgeräumt. Nein, nix. Da lang kann aber noch. Steh, du Sau! Los her, mit dem Testament! Herrschaft, hätte ich fast vergessen. Als Fax. Vom Vatikan bist du auf Rom eingeladen. Sollst die neuen Krippenfiguren schnitzen. Direkt vom Papst. Das kannst du nicht ablehnen. Händel. 12.000. Museum für Wolperdinge. Ich mag eh keine Händel. Kirche sind wir lieber. Kennst du Rom? Soll's sehr schön sein, diese Stadt. Hauptstadt Italien und Region Lazio. Eine der ältesten Kunststädte der Welt. Mit einzigartigen, vielen geschichtlichen Erinnerungen.
Bau und Kunstwerken. Aus mehr als 2 Jahrtausenden. Was hat er gesagt? Dass es schön ist in Rom. Also, dann packen wir's. Thank you.